Bei nummerierten Listen und Aufzählungen wie im nächsten Beispiel kommen wir mit Tabulatoren nicht viel weiter. Ein Tabulator bezieht sich immer nur auf eine Linie. Das heißt, wenn ich jetzt also in einem ganzen Absatz Tabstops setze, dann bekomme ich je nachdem eben Löcher im Text. Immer dann nämlich, wenn ich oben noch etwas ergänze, verschiebt sich dieser Tabulatorschlag dann im Text. Ich mache das mal als Beispiel. Ich mache hier einen Tabulatorschlag und schreibe hier noch etwas rein. Jetzt siehst du, sobald ich hier noch weiter schreibe, entsteht im Text eine Lücke und diese Einrückung ist wieder dahin gegangen. Ich mache das wieder rückgängig. In diesem Fall haben wir jetzt eine manuelle Liste. Nachher zeige ich dir, wie man das natürlich automatisch machen kann. In diesem Fall möchten wir, dass die Nummer jeweils ganz am Zeilenrand ist und der Inhalt dann etwas eingerückt. Ich überfahre mal den ganzen Text und hier kommen diese Einzüge zum Zug. Wenn ich an diesem Rechteck unter diesen beiden Dreiecken ziehe, so siehst du, wird der gesamte Einzug verschoben. Wenn ich nur das obere Dreieck verschiebe, so ist das die jeweils erste Zeile eines Absatzes. Das kommt manchmal in Büchern zum Zuge, dass man eben die Abstände besser unterscheiden kann. In diesem Fall aber wollen wir einen hängenden Einzug, das heißt, wir wollen, dass die erste Zeile ganz nach links reicht und jede folgende eingerückt ist. Und jetzt müssen wir jeweils nur noch beim ersten Buchstaben nach der Nummer einen Tabulatorschlag machen und schon stimmt es. Die Nummer ist dann ganz links ausgerichtet und die Inhalte werden untereinander etwas eingerückt dargestellt. In diesem Fall machen wir jetzt aber eine automatische Liste. Das machst du über dieses Menü hier, Aufzählungszeichen. Word hat die komische Angewohnheit, dass sie die Liste ganz einrückt, also auch den Punkt etwas in den Text hineinversetzt. Ich bevorzuge eigentlich, dass die Punkte dann unter dieser Überschrift zu liegen kommen, aber das kann man ganz leicht hier oben korrigieren, indem ich nämlich da an diesem Rechteck fasse und etwas zurückfahre. Jetzt ist der Punkt etwas über den Abschnittanfang hinausgezogen, also diesen Erstzeileneinzug setze ich etwas zurück und jetzt stimmt es. Es ist also genau beim Beginn der Seite ist dieser Punkt und alle folgenden Zeilen sind nun eingerückt. Falls du diese Punkte jetzt nicht so schön findest solltest, so könntest du sie hier noch ändern in diesen Optionen. Ich bevorzuge den Menübefehl Format, Nummerierung und Aufzählungszeichen. Hier hast du verschiedene Varianten, die sind aber alle aus meiner Sicht unbrauchbar. Über Anpassen kann ich nun ein anderes Aufzählungszeichen wählen. Ich brauche hier eine entsprechende Schrift, zum Beispiel die Webdings, und hier wähle ich nun dieses Quadrat als Checkbox. Wiederum siehst du, Word ist da einfach unverbesserlich. Wird diese Liste eingerückt? Ich muss also den Einzug wieder auf 0 stellen. Das kann man auch numerisch tun. Und hier sage ich mal 0.7 und beim Tab-Stop ebenfalls 0.7. Und jetzt hast du gleich eine Voransicht, so wird es nun. Wenn ich jetzt stattdessen eine nummerierte Liste will, so ist das auch kein Problem. Das ist gleich daneben.
Im Moment hat es glücklicherweise diese Formatierung, die ich vorgenommen habe, übernommen. Es ist also wieder nicht eingerückt. Hier unten haben wir noch eine weitere Aufzählung. Anstatt dass ich jetzt das wieder über diesen Befehl manuell mache, übertrage ich diese Formatierung mit diesem Pinsel. Ich klicke in den Pinsel und überfahre den Text hier unten. Und zugleich habe ich erneut eine Liste, die genau gleich formatiert ist wie die obere. Nur habe ich hier das Problem, dass die Aufzählung nicht neu begonnen wird. Das ist ja eigentlich eine neue Aktion, die da beschrieben wird, sondern dass mit fünftens fortgefahren wird. Das kann man wiederum über Format, Nummerierung anpassen, indem ich hier im Bereich Nummerierung wähle Neu nummerieren. Und jetzt siehst du, wird wieder bei 1 begonnen.